Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video vom USB-Mikrofon. Ich habe das hier schon angestöpselt, also ich habe es hier immer festgemacht und immer ein Stück weiter. Das hängt jetzt hier so runter, auf mein Sandmännchen. Ich habe mir auch schon den Audio-Recorder aufgemacht und das müsste rein theoretisch auch dieses USB-Mikrofon sein. Ich muss noch mal gucken, Mikrofon... USB 3 Audio. Können wir aber ganz leicht feststellen. Na. Wie geht denn jetzt meine rechte Maustaste wieder nicht? Jetzt aber Eigenschaften. Muss aber eigentlich hier hin. Ah, da sind wir jetzt. Jetzt sind wir richtig. So, können wir jetzt schließen. Und wir haben jetzt hier. Mikrofon USB PNP Sound Device. 3 USB Live Mix. Rode. So. Da haben wir es. Jetzt gucken wir einfach mal. Das ist es nicht. Den haben wir hier oben noch irgendwo eins. Hier. Test, test, test. Pegel hoch. Okay. Test, 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 test. Ne, das ist ja die Webcam. Test, 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 test. Rode. Test, 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 test. Ich habe zu viele Mikrofone hier drinne. So, guck, das ist Turtle Beach, das kann nur eins von dem Bienen sein, weil eins ist vom Monitor, das weiß ich. So. Okay, Test, Test, Test. Ah, hier, haben wir es. Yep, das ist es. USB PNP Sound Device. Das sehen wir ja hier am Ausschlag. Ja? Können wir auch gerne nochmal testen. Gehen wir hier rauf, abhören, auf Standardgerät, übernehmen. Aber es ist es definitiv. Schnell und effektiv. Gucken, ob der Pegel jetzt runtergesetzt wurde. Nö. Gut, dann können wir das Mikrofon verwenden. So, ach, ich lasse euch da einfach dran. Dann könnt ihr sehen, dass das jetzt nicht geschnitten ist oder irgendwie verfälscht oder irgendwas. So. Esel fressen, Nesseln nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Lalilu, Lalilu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt testen wir auch mal klatschen, ob wie das duft. Ob das halt zu doll ist oder ja, die Ausschläge sind nämlich ganz schön krass. Mal gucken. Das war's jetzt. Stopp. Aufzeichnung umbenennen. USB Mic. Nicht Mix, Mic. Test 1. Umbenennen. Im Ordner anzeigen. So, da haben wir es. Esel fressen, Nesseln nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Lalilu, Lalilu. 1,
2, 3. So, da habt ihr ja doppelt und dreifach, das wollen wir ja noch nicht. Da muss ich erstmal mein Mic pausieren. Wo ist denn hier mein Mic? Da kann ich gar nicht. So, wartet mal, ich habe aber dafür ja meine Taste. So, Test, Test, Test. Dann geht immer noch scheiße. Muss ich auch mal überarbeiten. Moment. Ich lasse euch einfach dabei, dann könnt ihr das sehen. Aufnahmegeräte. Rode, 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 rode. Rode. Da haben wir es. Und dann machen wir jetzt einfach mal kurzzeitig. Ich habe gesagt, jetzt hört er mich nicht mehr. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Lalilu, Lalilu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt testen wir auch mal klatschen, ob wie das auf. Ob das halt zu doll ist oder die Ausschläge sind immer ganz schön krass. Mal gucken, das war's jetzt. Boah. Also für so ein kleines Maker so. Also die Qualität hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hätte gedacht, es ist etwas schlechter. Aber ich bin damit zufrieden. Ich werde diese Datei... Ich habe in meiner Cloud habe ich keinen Speicherplatz mehr, sonst hätte ich gesagt, ich lade euch die hoch, damit ihr euch das angucken, anhören könnt. Aber mit der KI heutzutage und so, ist ja so, oh, lieber nicht. So, dann würde ich sagen, dann wartet das jetzt auch für den Mikrofontest. Also ich bin positiv überrascht. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hätte gedacht, es ist schlechter. Aber dass es wirklich durchaus positiv abschließt. Ich habe kein Rauschen gehört im Hintergrund. Ich habe etwa alle klar und deutlich. Es ist natürlich kein High-End-Mikrofon wie mein Rode. Natürlich ist klar, das ist, kostet auch 200 Ocken. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Aber schon wesentlich besser als die meisten Mikrofone an Headsets. Will ich mal, das ist auch schon mal viel wert. Also bin ich jetzt echt positiv überrascht. Damit, mit dem Ergebnis habe ich so nicht gerechnet. Muss ich zugeben. Kann man dann super als zweites Mikrofon nehmen, wenn mal Besuch da ist. Weil der Rode nimmt ja nur mich direkt auf. Und wenn mal Besuch da ist, das dann nehmen wir an und dann an USB. Und dann hätte man auch zwei getrennte Mikrofone, die man separat einstellen kann und mit Filtern versehen kann. Oder zum Verschenken. Also bin ich wirklich positiv überrascht. Ja. Die Kleine gleich holen. So. Dann wartet jetzt für das Mikrofon. Ich werde euch das natürlich in die Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wie gesagt, hat positiv abgeschlossen bis jetzt. Also war gleich installiert. Der PC hat jetzt nicht irgendwie irgendwelche Treiber gebraucht oder hat irgendwas gesagt, nö, mache ich nicht oder so. Das war super. Ein bisschen schwer ist es. Also ist es gut, dass da zwei Haken dran sind. Ja, also finde ich auch schade, dass man da nicht stabil gemacht hat, dass man das dann halt, dass es dann halt da an diesem Haken dran ist oder dass man einen dickeren Haken genommen hat und das da irgendwie ran, dass es dann immer nach oben, aber selbst nach unten hängt, hat einen guten Ton gemacht. Also die Grundidee von der Befestigung hat ja was gebracht, aber naja. Ein bisschen besser geht's da noch, aber darum geht's ja nicht. Geht ja um die Qualität von der Aufnahme und da hat's gut abgeschnitten, würde ich sagen. So, dann bin ich jetzt auch weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Ahoi. Sagt euer Odin.